Liebe Freunde der Motorzeitung, wir sind hier auf dem Campingplatz der Abenteuer Allrad in Bad Kissingen und ich habe neben mir zwei Berühmtheiten dieser Szene, und zwar der Weltumrundungs-Allradfahrzeugszene, würde ich mal sagen, die Sabine Hoppe und den Thomas Rahn. Hallo. Hallo. Und Servus. Die haben auch ein Buch rausgebracht, weil die eben 6 Jahre lang durch 54 Länder gefahren sind zusammen und seit 6 Jahren wieder hier in Deutschland sind und sich aber schon wieder bereit machen für die nächste Reise. Und deren Reisefahrzeug sehen wir hinter uns, ein Mercedes Kurzhauber. Ja, und den bekommen wir jetzt vorgestellt von euch beiden. Gerne. Sollen wir einfach mal anfangen, so grob, was ist das für ein Auto? Also ich kenne den unter Mercedes Kurzhauber. Mhm. Und ja, was hat der für einen Motor, für Größe ungefähr, Gewicht vielleicht? Mhm. Könnt ihr ein paar Fakten nennen? Also das ist Paula. Ja, den Paula. Namen hat sie vom Vorbesitzer schon gehabt. Ein Kurzhauber, Baujahr 1977, offiziell ein Mercedes-Benz LA911B Modell. War früher beim Bundesgrenzschutz, ist noch der originale Koffer drauf, war ein Funkerwagen und jetzt umgebaut zum Wohnmobil. Cool. Ja, wir schauen einfach mal außen rum. Ihr habt auf jeden Fall sehr sympathischen Lack, der auch schon einige Jahre wahrscheinlich drauf ist. Hat schon ein paar Falten bekommen. Ja, schon ein paar Alterserscheinungen und in schönem Creme mit Blau. Und habt ihr, so der Klassiker, das frage ich ja alle, reifenmäßig irgendwas geändert, größer und breiter oder Originalbereifung? Reifenthema ist mein Thema. Wir sind losgefahren mit einer anderen Bereifung. Wir haben das Fahrzeug ausgebaut, schon vom Vorbesitzer gekauft. Okay. Der hatte nicht mehr die Originalbereifung drauf, sondern 335 80 R20, so ein klassischer MPT-Reifen. Der hat uns auf 120.000 Kilometern viele Probleme bereitet. Wir okay. haben in 56 Ländern 17 Reifen komplett verschlissen auf der okay. Weltumrundung. Und es war sehr schwierig zu bekommen. Ja. Jetzt haben wir hoffentlich eine bessere Wahl getroffen. Okay, seid ihr, ist das eine kleinere Größe dann oder die gleiche wieder? Das ist eine Standardgröße, deswegen können wir die hoffentlich weltweit bekommen, ja. was davor eben nicht der Fall war. Das war okay. eigentlich das Hauptproblem. Mhm. Und ein bisschen weniger grob, weil man im Endeffekt doch mehr befestigte Wege ja. fährt als was anderes. Ja, genau. Okay. Ja, und mit Allradantrieb geht dann auch mal mehr, wenn es dann nicht so ganz befestigte Wege sind, wahrscheinlich. Genau, es gibt Möglichkeiten. Ja. Ihr werdet sehen, wir haben Sandblecher dabei, wir haben Schneeketten dabei, ja. wenn es dann wirklich ja. mal grob wird. Aber so das Reifenthema ist ja eines, das hat uns sehr, sehr viel beschäftigt. Okay. Ja, man sieht auf jeden Fall, dass die beiden auch aus dem Sand wieder herauskommen, schon auf dem Cover. Also da seid ihr wahrscheinlich hoffentlich selber rausgekommen. Ja. Es sieht. Tatsächlich haben wir uns immer ja. nur dort eingegraben, wo niemand war, der uns helfen konnte. Von sehr daher. Gut. Alles wir klar. Wir haben viele rausgeschleppt, aber selbst haben wir uns tatsächlich immer selber rausgebuddelt. Mhm. Ja, also das war in Jordanien in Wadi Rum und wir dachten, wir machen jetzt nochmal so ein richtig schönes Bild, irgendwie vorne am Dünenkamm. Ja. Ja, so ganz spektakulär, so wie man sich's vorstellt. Und Temperatur war 47 Grad zu dieser Zeit, die heißesten Tage seit 10 Jahren dort in Jordanien, Hitzewelle. Mhm. Und wir haben uns festgefahren und haben dort geschaufelt bei 47 Grad. Gutes Timing. Ja, perfekt. Schön. Zwei Stunden etwa geschaufelt, bis wir wieder draußen waren. Okay. Eine der vielen Situationen, wo wir uns festgefahren haben. Respekt, dass ihr rausgekommen seid. Ja, genau, ihr habt den Koffer so behalten, ihr habt das Auto bekommen und wahrscheinlich einige Modifikationen selber noch gemacht dann. Schauen wir einfach mal außen rum. Zwei große Tanks hier. Genau, die haben wir schon so bekommen. Mhm. Auf der anderen Seite haben wir noch einen dritten Tank dann dazu gebaut, als wir im Iran waren. Okay. Da ist ja der Sprit sehr günstig, von ja. daher hat sich das gelohnt. Ja. Genau, jetzt haben wir ungefähr 900 Liter Tankinhalt, damit kommen wir so 4.500 Kilometer weit. Okay, ja, das ist einiges, das habe ich so noch nicht gehört, die Reichweite. Ja, und cool. Tatsächlich muss man sagen, also wir hatten einige Länder, wo wir mal keinen Sprit bekommen haben. In Usbekistan haben wir zum okay. Beispiel durchquert, da war gerade Streik bei den Tankstellen, gab es keinen Sprit. Wir hatten aber zum Glück noch volle Tanks ja. aus Iran. Und dieser große Tankinhalt von 900 Litern ist nicht nur dazu da, um mal 4.000 Kilometer zu fahren, weil ja. man findet schon immer wieder eine Tankstelle. Ja. Es geht eher darum, dass du auch in Ländern tanken kannst, wo der Sprit günstig ist. Mhm. Und in Venezuela beispielsweise haben wir getankt. Da haben wir dann für 900 Liter
umgerechnet ja, an die 4 Euro bezahlt. Das war dann schon mal okay. Aha. Wenn man heutzutage an die Tankstelle fährt, hier zu Hause ist ja natürlich was anderes, aber eigentlich geht es darum, eben Länder mit höheren Spritpreisen auch überbrücken zu können. Ja. Okay, ja, smart. Ich sehe gerade noch bei der Vorderachse, da gibt es, glaube ich, ein zuschaltbares Allradsystem über die Narben. Oder wie nennt man das? Genau, das ist was wir nachgerüstet haben. Das sind Freilaufnarben. Mhm. Die stammen eigentlich aus Brasilien, wo diese Fahrzeuge ja noch viel fahren. Da gibt es auch noch viele Ersatzteile. Okay. Das ist etwas, das selbst wenn man Allrad einlegt, dass man sich immer noch festfahren kann. auch mal auch einige Male geschafft. In Kirgisistan standen wir am Isikölsee und sind schön rausgefahren, schon im Sand festgefahren. Allrad war eingelegt, aber wir sind beide rausgesprungen. Sabine hat umgeschaltet auf 4x4. Ich war irgendwie abgelenkt und habe es vergessen und dann schön im Sand festgefahren. Also es ist so der Klassiker eigentlich, den man immer wieder macht an Fehlern. Okay. Ihr habt ein paar Schiebefenster in der Seite. Und ja, sonst, was gibt es denn außen? Also eine schöne Markise, eine schön große. Und wunderschön. Und einiges noch auf dem Dach. Was habt ihr? Stehhöhe habt ihr in der Kabine, in der Mitte? Also ich habe Stehhöhe. Ja. Aber ich würde es jetzt, also für einen normal großen Menschen ist es keine Stehhöhe. Okay, ja. Ja, und das ist ja so ein gewölbtes Dach. Ja, genau. Ich denke, wir werden es dann von innen noch sehen. Ja, wir werden gleich reinschauen. Ein bisschen später. Also das ist der Originalkoffer in den Originalabmaßen, 4,70 Meter lang, 2,45 breit, auf der Originallagerung fest verschraubt, mit ein paar Federscheiben auf dem Originalrahmen. Also so keine 3-Punkt-Lagerung, keine 4-Punkt-Lagerung, alles original. Und hat auch, muss man sagen, durchgehalten. Also nirgends was gebrochen, selbst auf der Fahrt durch 5 Kontinente hat er uns gut begleitet. Ja, also wenn der 54 Länder so aushält, dann passt das, glaube ich. Gibt es da keinen Bedarf. Okay, ja, wir können ja mal außen rumschauen. Habt ihr irgendwie eine Rückfahrkamera oder so dran? Nein. Bisher noch nicht. Rückfahrkamera ist tatsächlich das, was wir jetzt noch nachrüsten werden. Ist einfach praktisch. Ja, bei so einem Riesengeschoss dann schon, ja. Genau, wir waren immer mit mindestens 2 Ersatzrädern unterwegs und hatten eben mit den alten Reifen das Problem, dass wir sehr viele Reifen gebraucht haben, sind teilweise mit 6 Ersatzreifen dann rumgefahren. Okay. Ja. Die bekommt man so runter, ohne irgendwie darunter erdrückt zu werden, oder? Ja, das geht. Wir haben oben eine Leiter liegen. Okay. Wenn man die Leiter hier hin lehnt, kann man die Reifen auf der Leiter ganz gut runterrollen. Ah, okay, ja. Und Sandbleche. Wir haben Übungen, ich weiß nicht, 40, 50 Mal haben wir Reifen. Ja, ja, gut. Dann habt ihr Sandbleche und Werkzeug hier am Start. Eine kleine Werkstatt. Und ja, ein schön hohes Heck, dass man da irgendwie hinten nicht so sofort aufsitzt. Haben und eine Haarzulassung. Ja. Ja. Die Wassertanks, insgesamt 300 Liter Wasser. Okay. Oben Solarplatten drauf. Ja. Und insgesamt sind wir immer 2 bis 3 Wochen ausgekommen. Also 2 bis 3 Wochen Autarkie. Okay. Kriegen wir mit dem Fahrzeug hin. Sehr cool. Das ist einiges. Im Cockpit sitzt die Sabine vor einem riesengroßen Lenkrad. Da stellt sich mir die erste Frage, habt ihr eine Servolenkung? Ja, wir haben eine Servolenkung und er lenkt sich eigentlich verhältnismäßig gut, muss man sagen. Okay, das ist praktisch. Ja, ein ganz normales Schaltgetriebe mit 5 Gängen, oder? Ja, genau. Sieht ein bisschen vogelwild aus, weil hier alles recht laut ist. Deswegen haben wir versucht, so viel zu dämmen, wie es irgendwie geht. Ja. Und was wir jetzt ganz neu haben, sind unsere Sitze. Da haben wir uns so runderneuerte Sitze gegönnt, die jetzt mit Luft funktionieren, sodass wir jetzt endlich bequem sitzen. Sehr cool. Sodass wir für die nächste längere Reise eben nicht mehr mit Rückenschmerzen jeden Tag aus dem Auto steigen. Mhm. Dieser schöne metallene Hebel, das ist die Handbremse, oder? Das hier ist die Handbremse, genau. Okay. was ist denn so eure Reisegeschwindigkeit? Ja, also wir hatten tatsächlich eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 40 km/h. Mhm. Maximum ist 80. Ja. Die erreichen wir hier auf deutschen Autobahnen, aber ansonsten eigentlich nicht. Ja, okay. Ja. Im Cockpit habt ihr auch noch so eine schöne Luke nach oben. Ja, wir haben eine Dachluke. Cool. Kann man die irgendwie während der Fahrt anstellen für Frischluft oder ist die wirklich nur im Stand zum einfach raufkommen auf den Dachgarten? Man kann die einfach öffnen und man kann auch mit offener Luke sozusagen fahren. Ach, cool. Okay. Genau, also man kann jetzt nicht arretieren, man kann die
die ist entweder zu oder offen. Ja, okay. Genau, es ist auch ganz witzig, wenn man irgendwie in Afrika unterwegs ist, Elefanten gucken. Ja. Ist ganz nett, wenn man dann auf Augenhöhe ist. Ja, okay. Man fühlt sich doch noch ein bisschen sicher in diesem LKW, sich nicht ganz ausgeliefert. Das denke ich mir. Also ihr könnt euch unterhalten bei 80 km/h, weil ihr gedämmt habt und so ein bisschen dafür gesorgt habt, dass es nicht ganz so laut ist hier drin? Also die ersten Jahre bis Kolumbien sind wir tatsächlich ohne Dämmung gefahren. Es war wirklich grenzwertig. Wir haben eigentlich auch immer hier einen Gehörschutz liegen. Ja. Seitdem ist es besser, wobei ich mir immer noch nicht vorstellen kann, dass es noch lauter war. Man kann sich schon unterhalten, aber es ist trotzdem so, dass man eigentlich das Bedürfnis hat, irgendwie einen Ohrstöpsel oder so zu verwenden, wenn man jetzt wirklich 8 Stunden hier sitzt. Okay. Zwischen den Sitzen habt ihr einen Durchgang nach hinten, oder? Genau, wir haben hier einen Durchgang, den kann man einfach aufschieben. Dann kann man, wenn man den Tisch runterklappt, während der Fahrt eben durchsteigen. Ja. Das ist einfach praktisch. Was auch noch sehr praktisch ist, sind tatsächlich diese Fenster, diese Ausstellfenster, weil die extrem viel Wind einlassen, wenn man die während der Fahrt aufstellt. Ah, die kann man so weit drehen, dass es wie so ein Trichter wirkt. Genau, also man kann die sogar bis nach vorne stellen, dass es wirklich fast zu viel Wind ist. Klimaanlage. Hier hinten gibt es am Fensterrahmen noch ein kleines Detail, eine Delle. Und da ist eine witzige Story damit verbunden. Sabine, was ist da passiert? Genau, also die Delle ist jetzt, man sieht sie hier noch ein bisschen. Wir waren in Sambia unterwegs, haben geschlafen und plötzlich wackelt es am Auto. Und ich denke mir, es ist irgendwie komisch. Was ist es denn? Steh auf, geh ins Bad. Und genau als ich hier bin, stehe ich mehr oder weniger Auge in Auge mit einem Elefanten und denke mir, oh, ist gar nicht gut. Ich versuche noch das Fenster zu schließen, aber in dem Moment dreht er schon seinen Rüssel und rüsselt uns so rum natürlich ins Fenster. Und ich war gut erschrocken. Thomas hat sich irgendwie nicht beirren lassen, er hat einfach weiter geschlafen. Und ich habe dann angefangen, irgendwie ihm zu sagen, ja, du, da ist ein Elefant, der rüsselt uns durchs Fenster, was soll ich denn tun? Und Thomas meinte, etwas schlaftrunken, ja, mach doch ein Foto. Und ich habe mir gedacht, na, also irgendwie finde ich das keine gute Idee, den anzuknipsen. Aber wenn Thomas das sagt, dann versuche ich das natürlich zu tun. Aber der Foto war zum Glück, der Akku war beim Laden, ich hatte gar nicht die Zeit. Und dann haben wir gegen die Wände geklopft, weil wir gehört hatten, dass Lärm irgendwie was bringen soll. Okay. Irgendwann ist er dann abgezogen. Wir sitzen jetzt hier in Sabines und Thomas Wohnzimmer, würde ich sagen. Oder Esszimmer, Wohnzimmer, Wohnung einfach. Genau, da war der Durchgang zum Cockpit. Und ja, ich finde es hier sehr gemütlich. Sehr viel Holz um uns rum. In der Mitte habe ich wahrscheinlich gerade so Stehhöhe mit eben 1,75 Meter. Schöne Luke im Dach. Und ihr habt einfach einen Holzofen hier direkt am Eingang. Genau, also eine normale Truma-Heizung, Gasheizung und noch einen Holzofen. Es ging uns tatsächlich einige Male so, wir waren so hoch, wir sind in Bolivien übers Altiplano gefahren, auf über 5000 Meter Höhe. Und auf der Höhe läuft eine Gasheizung, nicht mehr richtig, eine Dieselheizung, schon lange nicht mehr. Und waren dann letztlich froh, als wir in einem Schneesturm stecken geblieben sind und dann 3 Tage auch nicht fahren konnten, weil es einfach zu kalt, zu eisig war, keine Spuren mehr gesehen haben. Sind wir dann eigentlich froh gewesen, dass wir ein bisschen Holz dabei hatten, um uns da warm zu halten während dieser Tage. Praktische Alternative und man kann auch Töpfe wahrscheinlich draufstellen sogar. Ja, man könnte kochen, aber es dauert extrem lang. Also. Okay. Alles klar. So eine hängende Lampe habe ich in einem Wohnmobil auch noch nicht gesehen. Ja, das ist auch vielleicht warum. Also man hat schon einige Spuren von den Reisen, was dann Offroad mal zur Sache ging. Also normalerweise wird es verstaut, man vergisst es natürlich immer mal wieder und dann schlägt sie wieder klein. Aber die hat direkt einfach Spuren davon. Ja. Dieser Reise. Ja. Und viele Andenken von der ganzen Welt hier aus Iran, das ist oben aus Äthiopien, das haben wir durchquert. Wir waren einige Zeit unterwegs, der Gaskrater in Turkmenistan, da war es Führerscheine aus China, auch China haben wir durchquert gehabt. Hier sind wir in Sambia, da hinten in Malaysia, die Petronas Towers, unter denen standen wir mal 2 Wochen, haben den Motor zerlegt. Interessant. Und haben die Kolben rausgeholt, um die Kolbenringe zu erneuern im Schatten der Petronas Towers. Ah, genau, da ist der Pfeil. Okay, genau. Auf dem Parkplatz einfach. Ja, genau, also man sieht es tatsächlich auf dem Bild, wo wir dann standen. Und tatsächlich habe ich gesehen, auf einem der alten Google-Luftbilder, wenn man in der Zeit etwas zurückläuft, sind wir festgehalten, wie wir beim Autoreparieren in Malaysia neben den Petronas Towers stehen. Lässig.
Scheinen da ein bisschen länger gestanden zu sein. Ja, ja, immerhin habt ihr es repariert bekommen. Und dann seid ihr doch mal mit 4 Kurzhaubern unterwegs gewesen. Genau, da haben wir Freunde getroffen im Iran. Und man sieht, es gibt noch einige dieser Fahrzeuge, die unterwegs sind. Die noch funktionieren. Und sind ja im Iran selber auch noch sehr lange gebaut worden. Sollen wir uns die Küche mal schnell anschauen? Ihr habt, ihr habt ja einen 2-Flammen-Gasherd mit Zündung und einen Waschbecken. Und einiges an Stauraum drunter. Und einen Kühlschrank, das ist wahrscheinlich so ein Absorberkühlschrank einfach, oder? Kompressor. Kompressor, okay. Genau, also was vielleicht tatsächlich interessant ist an der Küche, ist, dass die über Eck geht und man dadurch unheimlich viel Stauraum hat und auch viel Arbeitsfläche. Mhm. Und man hat gleichzeitig wie so einen kleinen Raumtrenner, Raumteiler fürs Bett. Das haben wir als sehr angenehm empfunden. Mhm. Ja, cool. Insgesamt sind es 11 Quadratmeter Wohnraum und für uns ist es sehr, sehr luxuriös. Also wir haben oft gesagt, wir würden mit weniger auskommen. Ja, und von der Technik ist es momentan alles Technik, die 20 Jahre alt ist. Mhm. Aber sie hat eben eine Weltumrundung durchgehalten. Ja. Ja, never change the running system. Auf jeden Fall bewährt. Okay. Soweit. Und wir sind auch zufrieden mit, cool. mit dem. Und wir müssen aber dazu sagen, nicht wir haben das Fahrzeug ausgebaut, der Vorbesitzer hat das Fahrzeug ausgebaut und profitieren eigentlich von seinem Know-how und seiner Akribie, mit dem er es sehr, sehr gut ausgebaut hat. Ja. Sehr schön, super. Zumindest. Schwer, aber schön. Ja. Diese Art von Ausbau sieht man jetzt mittlerweile wieder häufiger. Mhm. Der Ausbau ist 20 Jahre alt. Ja, das ist jetzt wieder trendy. Jetzt kommt es gerade wieder. Jeder, ja. Cool. Der Vorbesitzer, war der auch schon unterwegs mit dem Fahrzeug? Also längere Touren? Die waren in Griechenland, glaube ich mal, unterwegs und in Marokko. Mhm. Und mussten dann das Fahrzeug aber verkaufen. Mhm. Und haben jemanden gesucht, der dem Fahrzeug eigentlich seiner Bestimmung dann zuführt. Und wir sind noch in Kontakt. Mhm. Cool. Haben unsere Reise dann letztlich begleiten können. Wir haben auf der Webseite abseitsreisen.de viel immer über die Reise geschrieben und werden da jetzt auch wieder für die nächste Reise viel erzählen. Mhm. Da folgen uns viele mittlerweile. Cool. Was es so von unterwegs zu berichten gibt. Ja, auch weil wir ganz viele Infos eigentlich reinsetzen, was man jetzt, wenn man selbst unterwegs ist, irgendwie alles wissen muss über Grenzübergänge, über wo bekomme ich Leitungswasser und so weiter. Ja. Genau, und das haben wir da eigentlich alles gesammelt. Mhm. Okay, nächste Reise geht im Herbst los, habe ich gehört. Spätsommer? Ja. Wollen wir los? Und wir werden versuchen, mit dem Fahrzeug nochmal Afrika zu durchqueren, von Nord nach Süd, an der Westküste nach unten. Mhm. Mal schauen, wie weit wir kommen. Es ist momentan sehr schwer abzusehen, wie weit man tatsächlich kommt. Wir werden es probieren. Mhm. Ihr werdet auf jeden Fall davon erfahren. Sehr cool. Also unser Bett ist 1,30 Meter breit, 2 Meter lang und eben der Länge nach im Fahrzeug, das ist ein bisschen ungewöhnlich, aber dadurch haben wir eben nebendran noch Platz für ein Bad. Sabine und Thomas, vielen Dank für die gerne. Tour und für eure Stories. Ja. Und viel Glück auf weiteren Reisen und Danke. Viel Spaß vor allem. Und vielen Dank euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne einen Kommentar da, ein Like da, klickt auf die Glocke, dann verpasst ihr nichts mehr, wenn ihr den Kanal schon abonniert habt. Und ja, in dem Sinne, vielen Dank und bis bald. Tschüss. Tschüss.